Eva! Servus, Papa! Oh, Gott sei Dank. Ist was? Ja, freilich ist was. Meinst du, wenn du die ganze Nacht weg bist und keiner weiß wo, dass da nichts ist? Hä? Ich hab dir doch geschrieben. Ich möchte jetzt auf der Stelle wissen, wo du warst. Auf der Heuberg-Party. Wie warst du dort? Warst du alleine oder mit jemandem zusammen oder was? Sag mal, wird das jetzt ein Verhör oder was? Einmal, wenn die Mama weg ist, dann machst du einfach, was du willst. Oh, Papa, jetzt beruhig dich doch mal. Ich bin keine 12 mehr. Auf die Heuberg-Partys gehe ich seit Jahren und es hat noch nie einen Stress gegeben deswegen. Ja, aber die Party ist vorbei. Wo kommst du jetzt her? Ich habe bei der Franzi übernachtet. Das habe ich dir auch geschrieben. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf deine Polizeimethoden. Ich verheim. Ja. Schaut. Die haben extra aufgekommen für ein Amt. Jetzt sind sie hinüber. Sollen wir uns irgendwas holen? Pizza oder so? Mama hat doch alles vorbereitet. Du, wie vorhin. Fängst du schon wieder an? Nein, nein, überhaupt nicht. Der Anderl und du, ihr kennt euch doch schon so lang. Ja, und? Das war doch früher so ein netter Bub. Wieso hat sich der so verändert? Ich glaub's nicht. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht mag, wenn du mich so verhörst. Wie? Verhör? Ich mag es nicht, wenn ich belogen werde. Von wegen, du hast mir geschrieben. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich hab dir geschrieben, Papa. Schau halt einfach auf dein Handy. Der Anderl und ich, wir sind seit dem Kindergarten befreundet. Wir haben im Sandkasten zusammengespielt. Den hast du uns selber gebaut damals. Der Anderl ist nicht mehr der, der mal war. Und deswegen für dich kein Umgang. Richtiger Umgang. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Der Anderl macht super Partys und da ist noch nie irgendwas passiert. Dein feiner Anderl hat, während er angeblich mit euch Party gemacht hat, einen Diebstahl und vielleicht einen Mord begangen. Deswegen sitzt er in der Zelle. So schaut's aus. Papa, das ist Quatsch. Der Anderl ist Buddhist, der wird nicht meiner Fliege was zuleide tun. Tja, das wird sich herausstellen. Weißt was? Sperr doch einfach gleich alle meine Freunde ein, dann bist du auf der sicheren Seite. Eva, jetzt bleib halt da. Soll ich dir einen Smoothie machen? Na, Papa, danke. Du, der Anderl, der ist natürlich wieder frei. Du kannst ihn jederzeit besuchen. Ich glaube nur, dass er momentan keine Zeit hat. Ich weiß schon. Er hat mir gleich geschrieben, als er raus ist. So ist es ja. Weißt du, früher, da hat man auf einen Zettel mit einem Stift was draufgeschrieben. Dann konnte das der andere auch lesen, wenn er aus Versehen Nachrichten bei seinem Handy gesperrt hat. Mhm. Ja, und außerdem, weil es damals noch gar keine Handys gab. Weißt du, in meiner Generation, vom Verständnis. Grüß euch, beieinander. Elli. Grüß dich. Das war mir. Schau mal wieder. Wunderbar. Ja. So schön. Jetzt fällt eigentlich nur noch die Johanna. Ja. Also, ich hab dich so vermisst. Moment mal. Jetzt verhabst du was. Ja, da. Na, alles super. Also. Der Papa und ich, wir haben alles im Griff gehabt. Gell? Ja, genau.